So Freunde, willkommen zurück zu einem neuen 7 Deadly Sins Video. Und im heutigen Thema geht es darum, warum ihr den Hammer von Weisel heißt er so? Ja, ich glaube schon. Der hier, genau, der ja neu ist. Warum ihr ihn aktuell noch nicht benutzen sollt. So, jetzt fragt euch bestimmt, warum sagt jetzt Bash der Depp, wir sollen ihn noch nicht benutzen, wir wollen doch Progress machen. Genau, aber ich erkläre euch gleich, wieso, weshalb, warum ihr ihn noch nicht benutzen sollt. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal ganz kurz durch, was der Hammer eigentlich macht. Und da würde ich sagen, gehen wir erstmal auf unseren Eskanor hier. So, und schauen uns mal das Equip bei ihm an und was das Ganze eigentlich so macht. Ist vielleicht für die Spieler interessant, die vielleicht erst im Nachhinein in das Spiel kommen. Also erst später anfangen oder sich noch nicht damit beschäftigt haben, was genau das Ding eigentlich macht. So, wie ihr seht, aktuell dieses Gear-Teil hier hat die Rolls mit 2,2, 2,7, 2,3 und ein bisschen durchdringen, was wir vielleicht noch ein bisschen rerollen müssten. Genau. So, jetzt kurz den Faden verloren. Also, folgendes. Wenn ihr aktuell oder bis vor kurzem noch unzufrieden wart mit diesen 2,2%, dann hattet ihr die Möglichkeit, das Ganze zu rerollen, entweder mit Diamanten, was man aber eigentlich nicht macht, außer man ist reich und hat 1 Million Diamanten stecken, dann kann man das natürlich machen, oder ihr benutzt diese Ambosse. So. Wenn ihr diese Ambosse dann benutzt, habt ihr ja natürlich die Chance, einen von diesen 4 Werten zu bekommen. Also im schlimmsten Fall habt ihr hier vielleicht diese 2,2 10, 15 Mal rerollt mit den Ambossen und habt danach entweder weniger Angriff gehabt. Wenn ihr Glück hattet, hat er da mehr Angriff. Wenn ihr Pech hattet, hat er da vielleicht Crit Rate drauf oder Crit Damage. So, und seit dem neuesten Update gibt es ja jetzt diese Hämmer hier. Mit diesen Hämmern erhöht ihr einfach oder ihr habt eine Chance, weil der Hammer, der kann auch failen. Da müsst ihr aufpassen. Da haben wir auf jeden Fall, mit diesem habt ihr eine Chance, diesen Wert hier, also ihr rerollt nicht Attack hier weg, irgendwas anders, sondern einfach diesen Wert könnt ihr mit diesem Hammer erhöhen. Und zwar mit bis pro Roll habt ihr die Chance mit bis zu 0,5% mehr zu bekommen. Das heißt, wenn ihr lucky seid, ihr klickt hier einmal drauf und schwupp stehen da statt 2,2 einfach mal 2,7 dran. Wenn es blöd läuft, steht halt auch bloß 2,3 dran. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist halt die Frage, ab wann benutze ich diesen Hammer und ab wann benutze ich ihn denn lieber nicht? So, wenn wir jetzt mal die Werte hier anschauen, 2,3, 2,7, 2,3, 2,3 ist okay. Ist jetzt kein Top-Gear, aber für mich, für den Durchschnittsspieler ist es, würde ich sagen, recht okay, recht ordentlich. Als Beispiel nehmen wir mal genau diese gleich her, aber ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, wenn ihr neu seid und noch nicht so den Durchblick habt, wie ihr gerade gesehen habt, mit den Hämmern könnt ihr viel machen, auch mit den Ambossen, gibt es ja noch Ärger, das ihr anfangs auch sehr viel benutzt. Da, diesen, auch wenn hier nur 3 dran steht, benutzt die bitte niemals bei einem Ärger oder sonst irgendwas, nur für SSR oder UR-Equip. So, ganz einfach, auch diese Ambosse hier, niemals bei einem RG oder so benutzen. Ganz einfach, weil alles, was bis RG geht, also alles, was noch darunter liegt, könnt ihr einfach mit Gold rerollen. Also diese Ressource Gold ist Gold, eigentlich schon Gold, ist einfacher zu bekommen als ein Amboss oder als der Hammer. So, das noch vorweg. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Teil an. Auch dieses, muss ich sagen, ist fast schon miserabel gerollt, aber gibt mir aktuell als SSR-Teil mehr HP als mein R-Teil, was vorher drin war. Deswegen habe ich es auch schon ausgetauscht. Und wie ihr seht, wir haben hier einen Roll von 1,8%, 2,8, einen Max-Roll mit 3 und 1,7. Jetzt ist die Frage, jetzt LP-Diebstahl blenden wir mal aus und sagen wir mal, das wären jetzt auch LP 2,6%. Jetzt habe ich hier diese 4 Werte. Und da muss ich jetzt abwägen, wo benutze ich diesen Hammer jetzt und wo benutze ich ihn nicht. So. Jetzt könnt ihr sagen, ja,
3%, das schaut natürlich mega geil aus, wenn es hier schon so golden ist, benutze ich ihn doch gleich hier. Und da muss ich sagen, hier mal ein bisschen Halt, Stopp. Ihr habt ja hier schon 2,8%. Jetzt benutzt dann Hammer, habt vielleicht Pech und bekommt nur 0,1er Roll. Dann habt ihr hier 2,9 stehen, dann müsst ihr nochmal, dann habt ihr 10 Hammer verbraucht für 0,2%. So. In meiner Prio-Liste wären diese 2,8% LP ziemlich weit unten. Da wir so viel Equip-Teile haben, die wir mit diesem Hammer, wo wir die Stats hochbringen müssen, ist ein 2,8er Roll, der ist ja wirklich schon nice. Also der landet da ziemlich weit hin. Ja, das sagt sich der ein oder andere vielleicht, ja gut, dann nehme ich halt den 1,7er%. Da ist halt jetzt die Frage, rentiert sich das schon bei 1,7% den Hammer zu verwenden? Also im besten Fall brauche ich, wenn wir hochrechnen, 0,5, das wären 2,2, 2,7, also mindestens 3 Versuche, also 15. Da müsst ihr jetzt abwägen, 1,7% mit dem Hammer hochrollen, weil ihr könnt auch bei 1, mit 3 Versuchen könnt ihr entweder eine Max-Roll haben oder im schlimmsten Fall 2%. Oder wenn ich jetzt aktuell vielleicht nicht so viel rerollen muss und sagen wir hier, das wäre jetzt auch nochmal, wie wir gerade gesagt haben, LP, nutze ich doch nochmal die Ambosse und versuche aus diesen 1,7% vielleicht einen Wert über 2% erstmal rauszuholen. Oder mache ich es mit den Ambossen? Also ich persönlich würde sagen, also so mache ich es. Ich will jetzt zu keinem sagen, hey, hör zu, erst ab diesem Wert darfst du den benutzen. Ich persönlich werde so einen Amboss natürlich erst ab 2% benutzen. Das habe ich für mich so entschieden. Wenn jetzt vielleicht mal 1,9 dran steht, dann, ja, dann kann man das vielleicht auch noch machen. Aber wenn ihr jetzt so Werte habt mit 1,2, 1,3, vielleicht 1,5, 1,6, 1,7, dann müsst ihr halt für euch persönlich nochmal abwägen, okay, haue ich die Hammer raus, das eine sehr kostbare Ressource ist, oder benutze ich nochmal Ambosse, davon habe ich vielleicht mehr oder bekommt man auch mehr. Aber das Problem ist halt auch hier, ihr könnt, wenn ihr jetzt 5 Ambosse benutzt, also einen Rework, könnt ihr auf einmal vielleicht 2,5, 2,6, 2,7 oder 3% LP dranstehen haben, oder ihr benutzt 100 Ambosse, was mir auch schon passiert ist, und bekommt keinen einzigen LP Roll, oder ihr steht danach nur mit 1% da. Also da müsst ihr ein bisschen abwägen, wo setzt ihr eure Prio, wo setze ich diese Hammer am besten ein. Also wir haben so viele Equip-Teile, nutzt das wirklich bitte sinnvoll. So, da ich das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen will, habe ich euch jetzt ganz kurz mal erklärt, was die Hammer sind, wo ihr sie am besten auch benutzt. Und warum ihr sie aktuell nicht benutzen sollt, erkläre ich euch jetzt. Es ist aktuell ja so, dass ihr mit diesen Hämmern auch eine Chance habt zu failen. Sagen wir mal, ihr habt jetzt 20 Hämmer, denkt euch, okay, geil, ich will jetzt meine 2,2% Attack, will ich jetzt auf 3% bringen oder mindestens mal 2 Hämmer reinstecken und das andere, den anderen Roll vielleicht auch. Und dann passiert das Worst-Case-Szenario. Ihr habt 4-mal einen Fail drin. Oh, dann denkt euch, okay, scheiße. Die Hammer waren jetzt selten, habe ich noch nicht so viel gehabt und es ist jetzt 4-mal gefailt. Oder sagen wir, ihr hattet 2 Rolls, die waren vielleicht low und 2 Fails. Dann ist das natürlich auch nicht so schön. Und warum ihr sie jetzt noch nicht benutzen sollt, ist ganz einfach. Auf Japan, als die damals rauskamen, kam, glaube ich, einen Monat später, wenn ich es richtig gelesen habe, und wie ich den Screenshot gesehen habe, ein Event dazu raus, dass die Erfolgsrate dieser Hammer auf 100% angehoben hat. Also, das heißt, ihr müsst halt jetzt ein bisschen sparen die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Ich weiß nicht, wann das Event kommen wird, aber ich gehe mal davon aus, dass es kommt. Spart eure Hammer einfach bis dahin und holt dann natürlich den maximalen Erfolg damit raus, weil ihr könnt ja nicht mehr failen. Das heißt, jeden Versuch, den ihr reinhaut, es ist ein 100%iger Gewinn für euch. Wenn ihr es jetzt macht, kann es sein, dass vielleicht 50% oder 100% oder 20% oder 30% oder sonst irgendwas einfach in die Hose geht. Deswegen hart die nächsten paar Wochen einfach noch aus,
bis das Event kommen wird. Hoffe, es kommt. Also es wird sicherlich kommen. Wäre natürlich blöd, wenn sie es nicht machen, aber das glaube ich nicht. Und spart eure Hämmer einfach und dann seht ihr ja, okay, diese Teile. Okay, ich habe jetzt 20 Versuche und 20 Mal habe ich was verbessert. Würde das jetzt machen, habt ihr 20 Versuche und habt vielleicht bloß 10 Mal was verbessert. Und das wird halt, das würde euren Progress natürlich ein bisschen einschränken, wenn ihr es jetzt benutzen würdet. Deswegen meine Empfehlung, spart die Hämmer, wartet bis das Event ab ist und dann haut die Dinger raus und verbessert euer Equip. So, ich hoffe, ich konnte das Ganze jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen. Ich hoffe, die Infos, die waren gut verständlich und haben dem einen oder anderen vielleicht auch was gebracht. Ist natürlich jetzt sehr, sehr wichtig für die Free-to-Play-Spieler, weil da bekommt ihr nicht so viel Hämmer. Seid ihr Pay-to-Win, dann könnt ihr ja hier drauf gehen. Ich weiß gar nicht, was kostet so ein Zeug hier. Ja, mal kurz schauen. Gibt es? Ja, hier seht ihr. So 30, so Hämmer, also 6 Versuche mit 500 Ding kostet 90 Euro, stolzer Preis, ja, und ein Versuch mit 400 Anbossen kostet 44 Euro, okay. Seid ihr halt Art Pay to Win, dann müsst ihr vielleicht nicht auf den Tipp hören, weil ihr euch die Dinger immer wiederholen könnt, aber auch selbst dann würde ich halt trotzdem versuchen, das Maximale rauszuholen, gerade wenn ich ein bisschen Geld investiere. So, ja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Kurz und knapp. Ich hoffe, dass es nicht zu lang geworden ist. Und in diesem Sinne sage ich natürlich wieder danke fürs Einschalten und Zuschauen. Danke für euren Support. Wenn ihr neu auf dem Channel hier seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.